Für die Leute, die dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte nochmal vor. Woher kommst du? Seit wann bist du bei uns im Team? Ich komme aus Eslo, aus dem Sauerland und bin jetzt das zweite Jahr im Team, mein Beimandat-Coach. Okay, wir fangen erstmal ein bisschen off-topic an. Wenn du einen Moment aus deinem Leben noch einmal erleben könntest, welcher wäre dies? Gute Frage. Wüsste ich jetzt keinen speziellen Moment, den ich jetzt mal wiederholen müsste. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen zum Darts über. Wie würdest du dein Jahr 2023 spielerisch beschreiben? Bist du mit deiner Entwicklung über die letzten 6 bis 12 Monate zufrieden? Entwicklung auf jeden Fall zufrieden. Auf jeden Fall besser als letztes Jahr. Ich komme langsam wieder konstant daran und hoffe, dass es so weitergeht. Wo spielst du überhaupt momentan aktiv Darts? Ich spiele C-Dart und E-Dart. E-Dart spiele ich, also beziehungsweise beide spiele ich beim Iserlohn. E-Dart in der Bundesliga und C-Dart in der ersten Liga NRW. Und wie trainierst du? Wie sieht eine typische Trainingssession eines Niklas Menz aus? Wenn ich trainieren sollte, dann spiele ich am Anfang 121, um ein bisschen warm zu werden. Und dann fange ich ganz normal an, klassisch 501 runterzuspielen. Okay, und natürlich, um erfolgreich zu sein im Darts, da braucht man ja auch so ein bisschen einen Ausgleich. Wo oder was würdest du sagen, ist dein Ausgleich, mal abgesehen vom Darts jetzt, was ist dein Safe Space? Meine Freundin ist ein guter Abschaltort und beziehungsweise Abschaltperson und ansonsten mit Kollegen irgendwas machen, da kann man immer ein bisschen runterfahren. Was ist für dich persönlich der größte, wichtigste Moment in deiner Karriere, den du feiern konntest? Turniermäßig jetzt tatsächlich so ein Doppelturnier, das habe ich gespielt, das sage ich immer wieder, weil das das größte Turnier ist, was ich gewonnen habe. Da waren 141 Doppel, das war das letzte Steinfurt-Turnier und das konnte ich dann am Ende noch gewinnen. Ja, blicken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Was steht bei dir so an? Was möchtest du spielen? Und vielleicht auch ein bisschen ja, gesponnen, wo siehst du dich in 5 Jahren? Also nächstes Jahr spiele ich noch komplett die Dev-Tour. Und danach will ich dann halt, wie gesagt, die Challenge-Tour angreifen und in 5 Jahren auf jeden Fall Q-School gespielt, Challenge-Tour, ja, alles am PDC eigentlich. Wo ich dann stehe, schwer zu sagen, je nachdem, wie die Entwicklung jetzt weitergeht. Ich hoffe natürlich, sie geht weiter aufrecht und dann schauen wir mal. Gibt es in diesem Zusammenhang vielleicht auch irgendeinen Spieler oder Sportler, den du bewunderst oder wo du sagst, das ist ein Vorbild für dich? Ja, der Bully Boy. Ne? Also so wie der sich halt immer hochgekämpft hat, immer diese 7 oder 8 Finals, was er verloren hat und dann jetzt Weltmeister geworden, das ist schon ein Vorbild für mich, ja. Und dann zum Abschluss noch, wenn du jüngeren Spielern eines mitgeben könntest, was du gern zu Beginn deiner Reise gewusst hättest, was wäre dies? Immer dranbleiben. Niemals aufgeben und immer für Ziele kämpfen. Alles klar, vielen Dank. Jo.